Hallo und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Und heute möchte ich mal ganz gerne etwas da zum Thema Komfortzone sagen und berichten. Und zwar, wie du deine Komfortzone erweitern kannst oder warum es überhaupt wichtig ist oder essentiell sogar, deine Komfortzone zu erweitern, wenn du progressieren willst. Also Tony Robbins sagt schon immer, das eine, was uns Menschen am glücklichsten macht, ist Weiterentwicklung, also Progress. Und Weiterentwicklung und Progress setzt voraus, dass du deine Komfortzone stetig erweiterst. Und warum es aber so schwer ist oder warum sich so viele Menschen da eben super schwer damit tun, möchte ich versuchen, jetzt ein bisschen hier mit meinem neuen Zeichentool zu eruieren mit dir gemeinsam hier. Also mal angenommen, das hier ist aktuell deine Komfortzone. Wow. Kann man richtig gut schreiben mit dem Ding. Dazu muss man ganz kurz verstehen, wie ist unser Gehirn überhaupt aufgebaut. Unser Gehirn, genauso wie unsere Erbinformationen, unser genetischer Code, hat sich letztendlich über Jahrzehntausende von Jahren hinweg entwickelt und verändert sich relativ langsam, also in einem wirklichen Schneckentempo im Vergleich zu zum Beispiel unserer Technologie. Ja, unsere Chip-Technologie, jeder, der ein bisschen aus der IT-Branche kommt, weiß es sowieso besser wie jeder andere, entwickelt sich exponentiell. Ja, anders so unser Gehirn und unser Gehirn sagt sich, wenn Komfortzone, ja, verlassen, dann muss ich hier Neues lernen. Ja? Also, Grundvoraussetzung. Ja, okay. Grundvoraussetzung, ich brauche noch ein bisschen Übung mit dem neuen Zeichenbrett hier. Hat mich 39 Euro gekostet, also muss ich es auch verwenden. Grundvoraussetzung, meine Komfortzone zu verlassen, weiß das Gehirn, ist Neues zu lernen. Nun, als kleine Kinder hatten wir da nie ein Problem damit. Ja, also als kleine Kinder, wenn wir Fahrrad fahren lernen wollten, mussten wir die Komfortzone verlassen. Sind wir das Fahrrad gestiegen, sind runtergefallen, ein bisschen rumgeheult, dann sind wir wieder raufgegangen. Wenn wir uns ein bisschen mehr verletzt haben, dann sind wir zu Mama gelaufen, okay, haben ein Pflaster bekommen, am nächsten Tag wieder rauf aufs Fahrrad, so lange, bis wir perfekt und ohne nachzudenken Fahrrad fahren konnten. Aber dann, wenn wir älter werden, so in die Schule kommen und so weiter, dann lernen wir schnell, dass Lernen, ja, nicht mehr so was Selbstverständliches ist. Also unsere Komfortzone zu verlassen, ist dann nicht mehr so was Selbstverständliches. In der Schule lernen wir, dass mit Lernen ganz viel mit Noten vergeben, mit Bestrafung, mit Rüge, mit rotem Fehlerstift. Also für jeden Fehler wird man bestraft, sozusagen mit schlechten Noten oder sonstigen Dingen. Also ich musste damals immer relativ viel, oder was heißt relativ viel, ja, irgendwelche Sonderaufgaben machen oder irgendwelches Nachsitzen und so weiter. Das heißt, es wird uns sehr schnell aberzogen, ja, verrückte Dinge zu tun, sagen wir es mal so. Aber das, wenn wir ganz klein sind als Kind, ist das die Grundvoraussetzung dafür, dass wir diese exponentielle Lernkurve haben. Und wenn wir uns mal anschauen, so alle, ja, sehr erfolgreichen Unternehmer, so wie Elon Musk und so weiter, das sind alles so ein bisschen kleine verrückte Leute, na, die es nicht scheuen, ihr komplettes Kapital wieder einzusetzen. Also sind so kleine, sehr risikobereitschafte, so etwas mehr crazy people, ja, verrücktere. Und daran sieht man schon, dass das sozusagen, die sind letztendlich ein Stück weit immer Kind geblieben, ja. Und daran sieht man schon, dass das sozusagen eine Grundvoraussetzung ist. Jetzt, wenn wir jetzt es doch schaffen, ja, aus irgendwie hier sozusagen uns weiterzubilden, quasi unseren Komfortzone zu verlassen, Dinge zu tun, wo wir uns richtig unwohl fühlen, ja, das kann erstmal unser Gehirn überhaupt gar nicht abhaben. Wenn wir es aber dann schaffen, das eine Zeit lang zu machen, das heißt, wenn wir uns quasi durchsetzen, gegen unseren, ja, gegen unsere Bequemlichkeit, sagen wir es mal so, ne? Dann geht es hier vom Lernen quasi wieder zurück zu unserem Gehirn und dann gibt es hier
KF Komfortzone. Und jetzt mal eine andere Farbe, ne, oh, grün, wie schön. Nur dass jetzt die Komfortzone größer ist. Und zwar hier, dieser ganze grüne Bereich, ja, den gab es vorher noch nicht. Ja. Und jetzt wird es erst richtig lustig, wenn wir jetzt halt quasi das eine gewisse Zeit lang machen. Also manche reden von der 10.000-Stunden-Regel, 10 manche sagen, wenn man eine gewisse neue Gewohnheit sich angewöhnt, macht das 6 Wochen, manche sagen 8 Wochen, völlig egal, was es jetzt genau wissenschaftliche Erkenntnisse sind. Aber wenn wir jetzt hier eine Zeit lang das machen, ja, das Neue, ja, keine Ahnung, eine Stunde länger arbeiten am Tag oder irgend sowas, ja, oder einfach einen neuen Skill erlernen, ja, wie zum Beispiel LinkedIn-Ads oder sowas, ja, und dann das regelmäßig machen, dann erweitert sich das hier um das Grüne und sagen wir mal nach 6 oder 8 Wochen oder nach gemäß der 10.000-Stunden-Regel, ja, ist dann irgendwann das Grüne hier, ja, das ist herrlich hier mit dem Stift, auch schwarz geworden wieder, ja. Das heißt, das, was hier neu als Komfortzone war, wird quasi zur alten Komfortzone, nur größer. Und jetzt ist sozusagen auf den Punkt, auf den ich hier eigentlich hinaus will in diesem Video, der neue Kreis hier oben jetzt, hier, ist jetzt unsere neue Komfortzone, genauso wie der kleine schwarze Kreis hier unten war. Und wir sind jetzt hier oben, haben wir einen zusätzlichen Skill gelernt, aber oder haben ein neues Level erreicht im Verkaufen oder sowas, ja, ein neues unteres Level. Aber wenn wir das beibehalten, dann sind wir hier genauso komfortabel jetzt wie noch hier unten. Unser Gehirn passt sich an, wenn wir schaffen, sozusagen unser Gehirn eine gewisse Zeit lang, ich glaube, das ist bei jedem Menschen auch ein bisschen unterschiedlich, wie lange das sein muss, zu penetrieren, ja. Quasi unser Leben absichtlich ist, uns unbequem zu machen. Und das aber eine gewisse Zeit lang machen. Wir wissen genau beim Sport genauso, ne? Wenn du zwar dir vornimmst, jeden Tag ein bisschen Sport zu machen, die ersten paar Mal super schwer und dann irgendwann nach 2, 3 Wochen, es geht relativ schnell, ja, dann kannst du gar nicht mehr anders, ne? Dann geht es so eine Gewohnheit über. Und das ist letztendlich genau das Gleiche, ja? Und dann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich das nächste Plateau erreicht. Jetzt gehe ich wieder weiter, ja, und gehe zum nächsten. Ja, und dann ist es erstmal wieder grün und unbequem und neu. Ist gar nicht so einfach mit dem Ding hier, muss ich echt sagen. So, und so weiter und so weiter. Ne? Du siehst, du weißt, was mein Punkt ist. Und das Problem ist letztendlich, dass so wie Menschen quasi entstanden sind über die Jahrtausende hinweg, ja, also so ein durchschnittliches Lebensalter, Lebenszeit ist vielleicht 80 Jahre oder sowas. Und wir Menschen haben uns über Jahrtausende hinweg, ja, eben so entwickelt, dass wir dann die höchste Überlebenschance haben, wenn wir mit unserer Energie am sparsamsten umgehen. Ja. Wir hatten nicht immer was zu futtern und wenn wir was hatten, mussten wir gleich alles reinstopfen. Ja, deswegen sind jetzt so viele zuckerkrank, ne? Weil das alles Sachen sind, die in uns Menschen quasi über Jahrtausende hin rein programmiert worden sind, die aber heute keine Gültigkeit mehr haben. Wenn du heute quasi gesund sein willst, ja, dann musst du da entgegenwirken. Kannst nicht einfach den ganzen Tag Zucker futtern, ja, oder Salzstangen, ja. Und wenn du aber heute weiterkommen willst, dann kannst du nicht den ganzen Tag nur auf der Couch sitzen und immer nur das Minimum tun, sodass du gerade über die Runden kommst. Dann kommst du nicht weiter im Leben, ja? Und das ist eben das A und O, dieser Programmierung, dieser Urprogrammierung immer wieder entgegenzuwirken, um dich quasi weiterzuentwickeln. Und damit kommt dann auch wahre Zufriedenheit und wahres Glück eben. Mit Progress, wie es eben Tony Robbins halt immer schon gesagt hat in seinen Büchern. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.